Willkommen zurück, Freunde. Wir machen einmal weiter bei Baldur's Gate. Und bevor ich da oben mit den Dudes quatsche, heilen wir doch mal unsere Karlach noch mal ein bisschen hoch. Ich habe jetzt die Befürchtung, dadurch, dass wir hier kein Lager aufschlagen können, dass mir das Ganze um die Ohren fliegen wird. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Und es könnte jetzt auch damit beginnen. Schauen wir mal. Wollen wir uns den stellen? And yet not a word of concern for our dear general. I shall present your bones to General Thorm as retribution for what you did to him. Okay, hat überhaupt nicht funktioniert. Was haben wir hier? Eisenfinger steht hier oben links. Er hat auch nochmal einen Bonus auf seinem Heal drauf. Er auch. Sie nicht, er schon. Okay, die haben alle, ja, so gut wie alle einen Bonus drauf. Dann schauen wir mal. Magierüstung hat sie drauf. Let's finish this. So, die sind getrennt, ne? Dann können wir doch mal schauen, ob wir das nicht geschickt ausnutzen können. Ah, okay, hier rechts ist auch noch was. Ah, das sieht nicht gut aus. Ah, die sind wirklich komplett in diesem Raum aufgeteilt. Oh! Was war das bitte schön? Ein Angriff und fast die ganze Gruppe ist weg. Heftig. Ja, das müssen wir eigentlich neu machen. Weil mit den ganzen Angeschlagenen hier, das wird nichts. Und selbst wenn wir es schaffen, ich habe ja so gut wie gar kein Heal mehr. Das war heftig. Gut, jetzt habe ich das Ganze mal ein bisschen anders gemacht. Und zwar habe ich mit ihr gequatscht und sie davon überzeugt, dass wir nicht böse sind. Das heißt, wir können später hier auch noch mal herkommen und die umhauen. Wow, das war eben aber heftig. Ja, da oben sind so zwei Penölen. Die hat sie wahrscheinlich angeschossen und dann ist entsprechend die Explosion entstanden. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich heftig. Oh, der ist direkt weg. Hier haben wir nochmal eine Aufteilung. Gehen wir erstmal hier nach unten. Dann kommen wir zu den Unterkünften, glaube ich. Das ist auf jeden Fall safe. Ne, nekrotisches Labor war das. Gut, jetzt haben wir den Strang hier fertig.
Hier geht's nach Baldur's Gate. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, hier hinzugehen. Einmal raus, heilen, wieder rein und umhauen. Weil da unten kommen wir nicht durch. Also bei mir wäre es definitiv so, wenn die Würfel immer entschieden hätten, wäre ich längst nicht so weit gekommen. So, was haben wir hier? Erstmal weg. Ja, das sieht doch nett aus. Sehr schön. Time to press ahead. To enthrall so many that you'd need a Nautiloid fleet. My word. Da werden wir jetzt wahrscheinlich Karlach benötigen. Seems simple enough. Someone there. Ah. Alle werden genesen. Sehr schön. Das ist doch genau das, was wir brauchen, um die Dudes da oben umzuhauen. Vorausgesetzt, die jagt nicht schon wieder alles komplett in die Luft. Da unten kommen wir doch... Ja, das ist ein Aufzug. Sehr nice. Excited by something down here. Gut, wenn die Larve zappelt, ich glaube nicht, dass das ein gutes Zeichen ist. Wir haben hier allerdings keinen Quest-Hinweis. Es wird gespeichert. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Was machen wir? Ja, natürlich erstmal reingehen und schauen. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Motherfucker. Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure. Like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Auron. I've played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prism? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Auron, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Auron and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane! The Lash of Baal! Thank you.
The Testament of Merkel! An Elder Brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way! Okay, was ist da jetzt gerade passiert? Der Typ ist auf jeden Fall angeschlagen. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Impossible. You are bound to it, and in death it will bind you to me. That is the power my Lord Merkel has granted me. Command over the immeasurable legions of the dead. But he did not only give me power. He gave me the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Auron and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. With pleasure. We can't get at him as long as the Night Song's caged. Okay, er ist nicht alleine. Er hat auch noch so ein paar Viecher dabei. Er hat allerdings einen Höhevorteil. Ja, 20% ist natürlich nicht so viel. Da sind die Skelettmagier. Da ist ein Nachtlied und ein Gedankenschinder. Okay. Was machen wir? Hier hochspringen, dann kann er uns aber runterkicken.
hier hochklettern, das klappt nicht. Wenn ich da hochspringe, kann ich aber nichts mehr machen. Ja, hätte ja vielleicht klappen können. So, da haben wir Astorian. Was soll er machen? Unverwundbar. Shit, das ist mir gar nicht aufgefallen. Dann müssen wir, glaube ich, versuchen, Schattenlied irgendwie zu befreien. Denke ich jetzt mal. Wow. Ja, 7 ist jetzt auch nicht so der Burner. Ja, erste Runde und Karlach ist schon wieder fast tot. Karlach ist verängstigt. Nice. Oh Mann. Nothing will stand in my way. Time to press ahead. Ja, da jetzt ein AOE raushauen, würde, glaube ich, auch nicht so viel bringen. Ah, nee, das war der Eulenbär mit dem AOE. Shit, in der Gestalt hat er ja nur 6 Leben. Das kann doch nicht sein, dass wir nach der ersten Runde schon wieder fast tot sind. Wenn ich da drauf hau, fliegen sie alle weg, aber auch Astorian. Na, der hat eine schön lange Range, das ist gut. So, beide auch noch gleich im gleichen Zug rausgekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Der hat immer noch die Unverwundbarkeit drin. Und kritisch verfehlt. Nice. Der müsste doch... Der steht direkt da drin. Das heißt, er müsste doch in der nächsten Runde drauf gehen. Durch die Schmetterlinge. Sometimes the only way out is through. One day I'll catch a break. Hope your soul is in good hands. Gut. Die haben aber auch eine heftige Range. Focus your attack, soldiers. What? Ja, sicher, sicher. Carla hat ein Level-Up, auch wenn sie halb tot am Boden liegt. Nee, auf die Weise da durchspringen macht auch keinen Sinn. Laufen wir mal drum herum. Na, 4 healen, nice. What now? No time for mercy. Ah, shit. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, 22 ist schon nice. Ja, das Ding wird gleich aufplatzen, wieder AOE-Schaden machen. Focus your attack, soldiers. Und es kommt wieder einer raus. Ja. Na, fehlgeschlagen. Ja, der dicke Eulenbär versperrt den Weg. Okay, er hat nicht genug Punkte. Der zweite liegt im Dreck. Focus your attack, soldiers. Die werden wir wahrscheinlich wiederbeleben müssen. Wir haben uns nochmal vor dem Kampf komplett genesen. Ich frage,
und es hat nichts gebracht. Die 127 Leben. Ist das das Seelengefängnis oder ist sie das? Ah, shit, hat er überlebt? Ah, sie kann hier gleich irgendetwas machen. Ja, dann hau ich da lieber nicht nochmal drauf. Karlach ist tot. Und sie ist am Start. Er hat keine Unverwundbarkeit mehr drauf. Sehr schön. Kann ich nicht mehr drauf gehen, ist aber auch egal. So, der ist schon mal hinüber. Ja, dass das Ding direkt explodiert, nachdem er seinen Zug gemacht hat, ist schon ziemlich ungeil. Aber ich glaube, ich muss einfach nur überleben. Jedenfalls ist das meine Hoffnung. Wird aber schwer, wenn sie jetzt nicht ausweicht, habe ich ein Problem. So, damit er uns hier nicht schon wieder alle erwischt. Nee, ich bleib unten. Obwohl, nee, ja, den können wir umlegen. So, der ist zumindest schon mal hinüber. Ja, vielleicht. Ja, nee, der wird hier zwischen das Ding wieder platzieren. Aber vielleicht kann ich gleich hier hinlaufen und ein AOE rauswemsen. Ja, die wird nicht überleben.
Focus your attack, soldiers! Na, sehr schön. Okay, das war eine Bonusaktion. Weg mit dir. You picked the wrong fight, friend. Sehr schön. Der Mondstrahl ist quasi ein AOE. Oh, sie braucht unbedingt Hilfe. Ist er alleine? Dann heilen wir uns nochmal hoch, damit wir nicht drauf gehen. Ja, 16. Und er ist down. Oder wie? Shit. Wow, jetzt bin ich baff. Another step forward. Ich habe die ganze Zeit jetzt im Kopf, wie ich das machen soll, weil das eben war schon schwer. Und jetzt auch noch das hier. Jetzt gibt er ihr noch. Nein, ihr gibt er doch keine mit. Damage. Da hinten hat er überall Eier gelegt. Wow. Wir werden jetzt mal schauen, ob es hier nicht eventuell eine Möglichkeit gibt, den General zu schwächen. Vielleicht indem wir hier seine Kollegen umhauen. Ja, finden die jetzt nicht so geil. Aber gehört halt nun mal dazu. Well, well. Look what we have. Ja, schade. Der ist nur benommen, okay. Ach, die kann sich auch noch porten.
Tja, wieso auch nicht, ne? So, und den... Nein, den kann ich jetzt nicht mit dem Messer... Ja, das war mal wieder eine geniale Idee von mir. Hä, wieso? Der hat jetzt auch noch den Zug von hier Schattenherz beendet. Der ist hinüber. In position. Gut, wenn das hier alles solche übelsten Magier sind. Das ist leider zu weit weg. Das ist, glaube ich, ein richtiger Hexenmeister. So, da erstmal mit dem Pfeil drauf. Und dann da mit dem Dolch. Sehr schön. Ja, 13 ist jetzt auch nicht so die Welt. Der Port war sogar ziemlich geil. Nice. Dann machen wir zumindest schon mal den Zusatz weg. Shit. Ich dachte, ich kann das nur noch mal im Nachgang glatt ziehen. Sehr schön. Sehr schön. Wie lange hält das? Ja, ich kann mir hier auch keine Notizen drüber anschauen, ne? Das Ding bleibt nicht lange genug am Leben. So, wenn ich jetzt hier abhau, haut sie nicht auf mich drauf. Das ist gut. Heading out. Dann bleibe ich erstmal hier stehen. Die hat ja eh den Schild. Ah, doch, den kriegen wir weg. Sehr schön. Ja, er hängt hier fest. Das ist nicht gut. Ja, okay, Magieschild ist es dann. Ah, hätte ich auch selbst darauf kommen können.
Wie kommst du auf die Idee, auf einen lieben, netten, dicken Bären zu hauen? Ja, das können wir stehlen. Das Problem ist... Ah, da schläft der Bär. Das ist mir jetzt erst eingefallen. Mein Problem ist jetzt natürlich, wenn dieses komische Ding, wo wir uns eben bedient haben, um gesund zu werden, das wird doch höchstwahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich muss angeschlagen in den nächsten Kampf gehen, oder wie? Das können wir ruhig mal alles nehmen. Haben wir hier irgendwie einen Hinweis? Nein. Und ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass wir hier aus diesem Gebiet nicht mehr rauskommen. Das heißt, wir müssen gegen den Typen kämpfen und wir müssen auch gegen ihn gewinnen. Auch erstmal so nix. Gibt's hier oben vielleicht noch irgendetwas? Weil sonst haben wir hier eigentlich alles erkundet. Heißt, ich habe eigentlich gehofft, dass ich mich hochleveln kann. Ja, 590 noch. Zumindest noch irgendwie ein Level, um ein bisschen mehr HP zu bekommen, aber das funktioniert ja auch nicht. Making me sweat. Baldur's Gate. This mind flare pod is not any empty. It looks abandoned. This was the pod of someone who was among the very first to be tadpoled. The blood inside is already stale. Okay, nichts Neues bekommen. Keine neuen Infos, nichts. Time for a natter. Oh, stench. I'm beginning to think I should have stayed in that pod. In there it only smelled like me. Is there any news about Duke Ravengard? Did he get out alive? No. Tell by your expression. Gonna have to fall on my sword, aren't I? Okay, wir wissen ja, dass ihr Herr da unten in der Kammer ist. So, aber die schließen sich uns ja nicht an. I didn't think I was going to make. I. The others, the ambush. Tell me, they survived. You've heard some of. We were ambushed. I would be a pallet, and all the while. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. It would be nice to think so. I won't make. Ja, vielleicht können wir ihn ja irgendwie überreden, mit ins Team zu kommen. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Only if you can trust it won't be buried in your go, my friend. Ah, der traut sich immer noch nicht. A couple of those flayers were comrades of mine. I'd have been trying to suck your brains out along with them if you'd arrived any later. Oh Mann, jetzt habe ich aber ein dickes, fettes Problem. Was ist, wenn wir das Ding hier berühren? The device does not react to your presence. Okay. So. Jemand irgendwelche Ideen?
Ich glaube, ich habe das Ding hier richtig verbockt. Nee, da komme ich natürlich nicht hin. Gute Frage wäre jetzt, was macht man eigentlich, wenn man den Kampf einfach nicht schafft? Es muss ja hier irgendwie eine Möglichkeit geben, rauszukommen, oder nicht? Na, komm schon. Kann ja nicht sein, dass die einzige Möglichkeit ist, den Typen umzuhauen. So, da kommt jetzt eine neue Leiche an, genau. Nee, da oben komme ich nicht hin. Ich ahne Böses. Optimalfall. Nein, nicht das. Ah, shit. Das bringt eigentlich auch nichts. Ist das jetzt hier einfach nur ein Grafikfehler? Vermutlich, ne? Weil das macht ja eigentlich keinen Sinn. Es sei denn, hier hat sich jetzt auf einmal ein Gang geöffnet. Nee, nicht wirklich. Also dieses Game hat auch nochmal so eine andere Art von Schwierigkeit. Also bei Souls-likes ist es ja so, es ist knüppelhart. Aber du weißt halt, dass es möglich ist. Selbst wenn es verdammt schwer ist. Hier ist es teilweise auch knüppelhart. Ich weiß aber nie, ob ich, so wie jetzt, mit dem Rücken zur Wand stehe und da nicht durchkomme, weil ich es verbockt habe. Oder weil irgendwo, so wie bei der Prüfung der Schar zum Beispiel, da mit diesen Balthasar, Beelzebub, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß, weil ich dort nicht wusste, dass man das auch noch ein bisschen cheesen kann, übelste Probleme hatte. Und das habe ich hier permanent. Zusätzlich noch hier mit meinem dunkle Verlangen, mit meinem Mönch, den ich noch so habe, ist das nicht so das Problem. Oh, geil. Sehr schön. Sieh mal hier, ich kann mich zumindest wieder heilen. No time to rest. So, dann... Nice. Okay, dann sind wir auf jeden Fall schon mal geheilt. Das Ding wird wieder ausgelöst. Aber wir haben alle Zauberslots wiederbekommen. Das ist schon mal gut. Here we go.
dann nochmal vorsichtshalber heilen. Sicher ist sicher. Gut, okay. Dann müssen wir den Kampf gegen den General nochmal angehen. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Ich werde es dann aber anders machen. Ich werde eine Person nach rechts jagen, um Schattenlied zu befreien. Ich werde wahrscheinlich mit Astorian und Karlach nach links gehen, weil die auch Fernkampf haben. Nach rechts werde ich Schattenherz jagen, damit sie Nachtlied befreit. Und der Druide versucht nach oben zu klettern, alles wegzutanken als Eulenbär, weil der Eulenbär auch nochmal, ja, einigermaßen vernünftige Self-Heal-Dinger hat. Das ist der Plan fürs nächste Mal. Jetzt wissen wir, wie der Boss funktioniert. Schauen wir mal, ob ich ihn dann zumindest beim nächsten Mal legen kann. Muss ich ja, weil anders kommen wir hier nicht raus.